Marie Ciao Benno in der Flöte. Hey, was ist denn hier los? Der Geburtsbaum. 5,5 Dioptrien auf der Leitung. Weißt du, ich meine? Korean Barbecue? Ladies and Gentlemen. Ey, ich glaub's nicht. Marie-Joden-Gebäude. Und jetzt gehen wir schön spachteln. Wie lange wir uns nicht mehr gesehen haben? Ich werde dir fast Ewigkeit, Mann. Irgendwann letztes Jahr, glaube ich, das war noch so zu der Zeit, wo langsam das Leben wieder so angefangen hat, wo wir am Kanal saßen, an der Spree. Wir sind jetzt beim Mha, direkt am, hier ist das Tempelhofer Feld. Kolumbiadamm. Kolumbiadamm. Ich glaube sogar, wir sind hier in Neukölln. Genau, wir sind hier in Neukölln und da vorne ist direkt die Grenze zu Tempelhof. Genau. Vorne rechts, Kolumbiahalle. Was kann man noch zu sagen? Links, genau, wie gesagt, Tempelhofer Feld. Hasenheide, Tempelhofer Feld. Hasenheide, da, durch was ist das bekannt? Boah, ich weiß nicht, ich war da noch nie gewesen. Richtig gute Tischtennisplatten gibt's da, oder? Tischtennisplatten, so Grillplätze. Genau so Spots finde ich geil. Weil ich sag dir ganz ehrlich, wenn du die Straße hier lang fährst, wenn du nicht weißt, dass da Ma ist, weißt du es nicht. Es ist Korean Barbecue. Ja. Wir können, glaube ich, sogar draußen essen, ne? Wir können draußen Wie essen. Wie kamst du auf den Spot? Ich war ewig nicht mehr hier so. Ich habe Bock auf koreanisches Essen, liebe ich sowieso. Und ist mir so irgendwie so in den Kopf gekommen. Keine Ahnung. One-Up. Richtig, man. One-Up. Legende. Komm, wir gucken mal auf der Karte erstmal. Also ich habe schon... Das ist mein Favorit. Special Classic. Mit Beef, Chicken, Reis und Salat. Wir haben eben auch Axel getroffen. Greetings auch an Axel von Akro TV. Er meinte Menü Nummer 2, ne? Das klingt auch geil mit den Kartoffelscheiben, aber ich glaube, ich muss auch das nehmen, was du dir ballerst. Das ist halb Beef, halb Chicken auf Reis und Salat. Das klingt wirklich geil. Wie sind die Portionen? Die machen satt, also. Also machst auf du, jeden Fall. Sagst du mittel oder sagst du groß? Ich würde schon große nehmen. Crab, Mha. Ich bin immer noch unschlüssig, Alter. Hey, pikant ist bei mir wirklich Ciao Benno in der Flöte. Hier ist die Zahl dann, oder was? Hallo, hi. 2x7. Ich hätte gerne noch eine Spezi. Und einmal Korean Ginger. Und Pflanzen. Preis ist eigentlich auch nice bis jetzt. Ich meine, 22 Euro haben wir bezahlt für zwei. Also es geht klar. So ein Ding oder hier so ein Klein da hinten? Lieber so einen richtigen, oder? Den Klein da hinten? Ja, Mann, der sieht gut aus. Ja. Wir gehen original einfach hier hin. Das ist doch ideal. Hier ist der Spot. So, ich zwirbel mir auf jeden Fall eine eiskalte Spezi, Paulaner Spezi. Was gibst du dir? Korean Ginger Beer. Oder Tee einfach ist es. Kein Ginger Beer. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ja, tschüss. Ciao. Oha. Alter, ich sag dir, wie es ist. Also, lasst es auf euch wirken. Hey, Maricho. Ich dreh am Zeiger. Wie sieht es denn aus, Mann? Bombe, oder? Dicker. Ey. Cheers. Alter. Ist das dein Ernst, Mann? Dicker. Barbecue. Rind wahrscheinlich. Rind, Chicken. Chicken. Und Krautsalat. Kraut. Und Reis. Und Reis drunter. 7 Medium, Large, 8,50 Euro. Das ist unglaublich gut. Und die Schärfe ist eigentlich auch okay, also ist nicht scharf. Die Schärfe ist geil. Und ich bin wirklich einer, ich kann gar nicht scharf essen, Digga. Maricho, Alter, beste Idee. Freut mich, Mann. Ja, ich hab noch so ein paar Spots. Das ist halt genau das, was ich feier, Digga. Einfach so ein kleiner, so eine kleine Hütte. Irgendwo am Straßenrand, wo man nie denken würde, dass es krass ist. Aber ich glaube, danach ist man mies satt. Also ich hätte, glaube ich, auch das Kleinere nehmen können. Ich sag dir, wie es ist. Ich kann es auf jeden Fall nicht in Worte fassen, wie gut das hier war. Glaub hier ich. Mal und einfach den kleinen Weg jetzt langlaufen. Dann geht's Richtung Tempelhofer. Verdauungswalk. Hey, wen haben wir hier? Tickerchen vorhin war. Wolken hier, Sonne. Ach so, Sonne. Ja. Sagst hallo? Hallo, Sonne. Wieder eine Neuigkeit dazugelernt. Hier riecht es nach, hier roch es nach Schwimmbad. Maricho sagt, was ist dahinter? Das Kolumbiabad. Kolumbiabad. Also hier vorne Tempelhofer Feld, wer da abhängt, läuft auf jeden Fall den Weg entlang. Ey, es rentiert sich. Maricho, beste Idee ever. Gerne. Und es war eine riesen Portion. Ich bin satt, aber ich bin geil satt. Kennst du dieses gute Laune satt? Hey, voll angenehm. Die letzten Male, als ich hier war, war richtig, richtig voll hier. Man kann sich natürlich auch wunderbar vom Ha das mitnehmen und hier auf dem Tempelhofer Feld sich flacken. Wir brauchen Schatten. Schatten ist so eine Sache, ne?
Dicke Maricho, Alter. Sieht einfach, egal wenn man den trifft, sieht er aus, als würde er gerade aus dem Urlaub kommen. Die Fassade bröckelt langsam. Warum? Ich werde jetzt, im Sommer werde ich 25, weißt du, das ist schon so ein Alter. Ich glaube, das wurde auch neu gemacht hier, ne? Aber ich glaube, da kann man auch mal angenehm stiften gehen. So, dieser Baum ist wie für uns gemacht. Also, wir flacken uns jetzt hier noch ein bisschen hin. Verteilen noch kurz Hoodies, Alter. Digga, das ist einfach mein Sitz. Der ist ganz bekannt, der Baum, das ist der Geburtsbaum. Da sind früher die Frauen drauf, haben sich raufgesetzt, haben ihre Beine rechts, links hier raufgelegt und da haben sie ihr Kind geboren. Hey, wir machen immer Ding. Geschmack und Preis-Leistung. Man kann auch einen Special-Hoodie vergeben. Das ist einfach nur so für ein... Für Freundlichkeit oder für... Für alles, genau. Ich fange an mit Geschmack. Ja. Real Talk. Ich habe gestern gesagt, ich würde niemals 5 von 5 vergeben. Ja. Aber heute Trommelwirbel, jetzt mal ohne Scheiß. Ja. 1 von 5. Nein, Spaß. Original, für mich Geschmack, 5 von 5 Hoodies. Und ich habe gestern Real Talk gesagt, ich glaube nicht, dass es das... Aber ey, du hast es gegessen, das hat alles zusammengepasst. Ja. Dieses Rind-Barbecue-Styles mit dem Chicken-Barbecue, alles krass, Mann. Der Reis war auch schön so gemacht. So geil. Auf jeden Fall nicht so zu locker, so, der war genau richtig. Für mich war das perfekt. Ja. Kriegt von mir auch 5 von 5. Echt? Ich wusste ja, was auf mich zukommt, aber von mir definitiv 5 von 5. Wie gesagt, ich habe gestern noch gesagt, ey, 5 von 5 gibt man wahrscheinlich nie, außer es überkrass, das ist überkrass. Mhm. Überkrass. Preis, Leistung... Würde ich sagen, 4 von 5. 4, genau. Also es ist teuer, aber man kriegt trotzdem was dafür geboten. Und ich sage, ich gebe lieber mehr Geld aus und habe dafür Qualität und ist lecker. Es muss auch nicht jetzt so eine Riesenportion sein. Die Portion, die wir hatten, die war schon groß und die hat auch genau gesättigt eigentlich. Ne? Ich fand die aber fast schon zu manche, groß. Manche, für die ist es zu wenig. Ich fand die fast zu groß. Also ich hätte, ich glaube, ich wäre mit der mittleren Portion voll klar gekommen und wäre auch satt gewesen. Bei mir war so das letzte Drittel, ey, hau halt rein, weil, weil geil. Was machst du, Preis-Leistung? Ja, so auch eine 4, 4,5. Wenn es einen halben gibt, 4,5. Gibt keinen halben. Dann machen wir 4. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss diesmal auch ein Special-Hoodie geben, wie es aussah. Dicker, als ich es vorhin genommen habe, dieses Tablett, allein wie die Soße draufgekippt wurde, sah schon krass aus. Ja. Von mir gibt es noch einen so fürs so Ambiente, so mit der Mucke. So, es war gemütlich so, es war ein kleiner, netter, schattiger Platz auf jeden Fall. Ja. Die waren sehr freundlich auf jeden Fall. Ja. Und so, man kann dort, ist zwar direkt an der Hauptstraße, aber es ist jetzt nicht so ekelhaft laut oder so. Wer dort schon mal war, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wer da hingeht und mal probiert, schreibt es auch in die Kommentare. Aber krass, Mann. Wie gesagt, ich habe gestern noch so großspurig gesagt, niemals 5 von 5. Das muss überkrass sein. Was ist denn hier los? Das ist Durchsage. Das ist vom Schwimmbad. Schwimmbaddurchsage. Die haben gemeint, ey, Maric, nicht vom Bettnerrand springen. Weil der macht immer so Arschbomben und auch Itza, so Todes-Itza und so. Ich habe immer Auerbach gemacht. Digga, ich habe nie was gemacht. Weil wenn ich auf dem scheiß 3-Meter-Brett stand, ohne Brille, 5,5 Dioptrien, ich wusste gar nicht, wo ich hinspringen soll. Weil mit Brille springen ging nicht. Ist auch scheiße. Ist auch scheiße. Ohne Brille, 5,5 Dioptrien auf der Leitung, ist auch scheiße, Digga. Das heißt, ich bin einfach gesprungen so. Also es war jetzt kein Erlebnis für mich. Ich würde sagen, wir hängen hier noch eine Runde ab. Schön. Auf ganz entspannt. Hey, geil, dass du am Start warst, Mann. Und danke für die Idee. Und ey, lass uns bald mal ein Ding machen, weil Maric hat vorhin gesagt, er will den besten Döner zeigen. Ich habe aber gestern gesagt, für mich einer der besten, wenn nicht der beste Döner, Superhand in der Kantstraße. Wir werden beide Döner einfach machen. Wir checken beide aus. Vielleicht schaffen wir es an einem Tag, wobei zwei Döner an einem Tag. Mal gucken, wenn nicht, machen wir zwei einzeln. In diesem Sinne, wie immer. Bleibt gesund, seid positiv, geht raus, genießt the life. Maricho, hast du noch weise Worte an die Menschheit? Bleibt schön lieb, wie Dirk immer sagt. Bleibt anständig, sauber. Und geht mal ein bisschen vor die Tür, genießt das gute Wetter. In diesem Sinne, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Peace.